Sehr gut. Freie Bildung. In diesem Video stellen wir den aktuellen Serlo-Editor vor. Wir wissen, dass der Editor nicht perfekt ist, deshalb arbeiten wir daran, ihn zu verbessern. Damit du trotzdem gut damit zurechtkommst, erklären wir dir die Funktionsweise des Editors. Wenn du den Editor öffnest, siehst du auf der rechten Seite eine Vorschau, wie der Inhalt später auf Serlo dargestellt wird. Links erstellst und bearbeitest du den Inhalt in einem sogenannten Kommandofenster. Die Überschrift deines Artikels gibst du in das Titelfeld auf der rechten Seite ein. Falls du Aufgaben oder ähnliches erstellst, wird es kein solches Titelfenster geben. Als nächstes kannst du deinen Inhalt erstellen. Dafür kannst du das passende Layout auswählen, indem du auf das Plus klickst und dann auf eine passende Vorschau. So gibt es beispielsweise ein einspaltiges Layout, das über die ganze Seite geht. Um ein neues Layout einzufügen, klickst du einfach wieder auf das Plus. Dabei kannst du neue Layouts über und unter dem alten Layout einfügen. Um zum Beispiel einen Text neben ein Bild oder auch eine Formel zu platzieren, eignet sich ein mehrspaltiges Layout ganz gut. Um in ein Feld Text reinzuschreiben, drückst du auf Click to Edit und fügst auf der linken Seite im Kommandofenster den gewünschten Text ein. Also, links schreibst du und rechts siehst du, wie das Geschriebene aussehen wird. Falls dir das Layout mit dem Text doch nicht gefällt, so kannst du ganz rechts beim besagten Layout auf Remove Row klicken und anschließend mit OK bestätigen. Dann wird dieses gelöscht. Um die Reihenfolge der einzelnen Layouts zu vertauschen, kannst du die Pfeile daneben verwenden. Du kannst deinen Inhalt mit Hilfe von Überschriften untergliedern. Setze dazu vor den Text, der als Überschrift erscheinen soll, die gewünschte Anzahl an Hashtags. Die erste Überschrift erhält auf Serlo 2 Hashtags, die nächste Unterüberschrift dann 3 und so weiter. Der Serlo-Editor bietet dir zusätzlich viele Optionen, deinen Text ansprechend zu gestalten. Wir erklären dir allerdings nur die wichtigsten. Um zu erfahren, was hinter den anderen Funktionen steckt, schaust du einfach auf der Hilfeseite vorbei. Hierzu gehört beispielsweise der Formel-Editor. Du klickst auf den Button F von X, dann erscheint im Kommandofenster vier Dollarzeichen sowie in der Mitte davon ein Bearbeiter-Virus-Feld. Wenn du darauf klickst, öffnet sich der Formel-Editor. Hier kannst du deine Formel zusammenbauen, zum Beispiel x² ist gleich x mal x. Wenn du mit deiner Formel zufrieden bist, drückst du auf Save und deine Formel erscheint rechts. Achte darauf, dass der Code für deine Formel in der Mitte der Dollarzeichen stehen muss. Um ein Bild oder eine Grafik einzufügen, klickst du auf Insert an Image. Dann erscheinen einige Zeichen sowie die Möglichkeit Bearbeite Image. Wenn du darauf drückst, erscheint ein kleines Fenster, in dem du deine Datei auswählen, hochladen und benennen kannst. Sobald die Image successfully uploaded steht, ist alles gut gelaufen und du kannst auf Save drücken. Nun erscheint dein Bild auf der rechten Seite. Manchmal, hoffentlich nicht, kann es allerdings passieren, dass dein Bild zu groß ist, dann erscheint eine Fehlermeldung. Für weitere Befehle klickst du auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke. Wenn du fertig mit deinem Inhalt bist, kannst du diesen speichern. Hierfür musst du in diesem Feld einen Haken hinzufügen. Damit erklärst du dich einverstanden, dass deine Inhalte unter freier Lizenz gestellt werden. Bitte schreibe noch in Änderungen, was du bearbeitet hast. Oben links klickst du auf Save und dein Inhalt wird von deinem Community-Mitglied überprüft und so bald wie möglich online gestellt. Das war das Wichtigste zum Serlo-Editor. Alle Infos und weitere Details kannst du auf der Hilfeseite nachlesen. Wir hoffen, dass du dich nun einigermaßen zurechtfindest und freuen uns auf deine Inhalte.